Und herzlich willkommen hier bei Strong Sport Training Nummer 7, dem letzten Trainingsset. Für mich zumindest vom Wochenende, wo ich damit der 32 Kilo Kettlebell des Strong Sport Set versuchen werde. 2 Minuten links, 2 Minuten rechts, 8 Wiederholungen pro Minute, 32 Reps insgesamt in 4 Minuten. Sollte machbar sein. Heute war eigentlich ein Deload, das heißt, ich habe die Wiederholungszahlen runtergedreht, die Zeit ist aber gleich geblieben. Das heißt, das Set, du findest Beschreibung unten, waren 2 Minuten pro Hand mit dem langen Long Cycle, 2 Swing, 1 Clean, 1 Jerk, 1 Bump. Muss sagen, das war dann gegen Ende doch zäher, als ich dachte. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich das besser machen kann. Von daher wird es dann mit der 32er doch noch so ein bisschen eine Herausforderung am Wochenende, ob nicht mir am Ende der Griff so der limitierende Faktor ist. Aber das werden wir rausfinden, oder das werde ich rausfinden. Insgesamt war das Ganze gut. Über Kopf fühlt sich die Last jetzt wirklich sicher an. Beine machen auch mit. Und Ausdauer sollte eigentlich auch gut unterwegs sein. Abgeschlossen wurde das Training heute mit einem Long Cycle, leichtes Gewicht. Ich habe hier eine 29 Kilo Kettlebell. Mit unserem Zielpace, unserem Zieltempo für das Hauptset, und zwar 8 Reps pro Minute. Aber jetzt mit diesem leichteren Set ist, wie gesagt, das letzte Training vor dem Testen. Das war jetzt nur 1 Minute 30 links, 1 Minute 30 rechts. Und das hat sich sehr, sehr, sehr gut angefühlt. Da bin ich zuversichtlich und zufrieden, dass ich das Tempo gut halten kann. Und dann bin ich auf das Wochenende gespannt. Ich hoffe, auch bei dir lief das Ganze gut. Ruckzuck waren da 7 Trainingseinheiten Strong Sport Training weg. Und wir sehen uns im nächsten Video.